einmal wieder von der Eurobike und heute mal ein total interessantes Duo, ein altes Fahrrad und ein neues. Wir sind hier beim Stand der Marke Paiga und die Story, die dahinter steckt, lassen wir uns mal erzählen. Hello. Hello. And yes, we have these two very interesting bikes, and we would like to know what's the story about that. Okay, so Paiga is a South African brand started by Patrick Morwood in 2012 from Morwood Bikes. Paiga is actually Patrick in Chinese. He was looking for a bike brand, and his Chinese friends were calling him Paiga, and that's how the brand name comes. Not many people know that. Because we have our own manufacturing facility in South Africa, and we also have a powder coating and anodizing facility in Nottingham, we decided to just do this project. So this is a 1993 Iron Horse. And obviously it was a bit of a bedroom bike at the day. You know, we couldn't afford it. It was a poster on the wall. And we decided to do a modern take on this. So what we've done is we've done the Paiga Hyrax here, which is a 140, 150 trail and enduro bike. And we've stripped it all down and we've anodized it all purple to match. We've also got purple Pembrey pedals on there, the purple Hope fitting kit. And this is actually plain silver that we've anodized silver as well, so it all matches in. Obviously the componentry is all modern componentry, but we're really loving that retro vibe. Yeah, thanks. And is it just for exhibitions, or is it will it be sold, or what's going to happen with this bike? Well, because we have our own facility, if you go on paigamountainbikes.com, we actually have a mix and match tool, we call it, on there. And there's over 700 color combinations that we can give any customer within 2 weeks. Everybody can have this bike. It's not just a single project. It's to showcase what you can do. Exactly, we can do everything. We, like I say, we do all the powder coating. You can pick colors of the decals, the frame, the rocker, anything you want, and within 2 weeks it'll be at your door. Okay, and the original bike goes back into a museum, or what's going to happen? Well, that's part of my collection, and it's quite an extensive collection. Yeah. And I only bring them out at certain times, but I have some super rare bikes in the collection. Okay. Thanks a lot. So good to know the story and what's behind it, and about these cool options you have. Yeah. Thanks a lot. Thank you very much. Auf Wiedersehen. Bye. Hi mal wieder, heute auf der Eurobike. Und neben vielen Fahrrädern gibt es auch sehr spannende Anbauteile. Hier haben wir eine sehr innovative Trinkflaschenlösung. Und ja, wir lassen das Ganze mal erklären. Hi. Hallo, wir sind vom Bottle 28, haben eine Trinkflasche entwickelt, die man super einfach entnehmen kann. Super wieder zurückstecken, auch unterm Fahren. Ist auch geeignet für engere Rahmen, weil ich durch Rausziehen gleich rüberschwenken kann. Und der Clou an dem Ganzen ist, wir haben auch noch eine Werkzeugbox integriert. Das Ganze funktioniert natürlich auch ohne Werkzeugbox. In der Werkzeugbox bieten wir Platz für ein typisches Set zum Flicken von einer Reifenpanne. Enthalten sind im Set beim Kauf 2 Reifenheber, 2 Edelstahlschrauben und 2 Gumminippel. Das CO2-Set ist separat dazu zu kaufen. Super, das heißt aber natürlich, jeder kann auch reintun, was er will. Wenn jetzt jemand noch andere Lösungen zum Flicken hat, bei Tubeless oder so, oder diese Schnelllösung zum Reinstopfen, Löcher stopfen, das würde da auch reinpassen. Ja, hat auf alle Fälle Platz. Wir haben den Freiraum so gestaltet, dass hier die Flasche Platz findet, also die CO2-Patrone, eine handelsübliche. Das kann man natürlich herauszwicken. Ich persönlich habe 2 Halter dran und in meinem zweiten habe ich hier komplett nur Werkzeug drin. Funktioniert einwandfrei. Super. Okay, genau, das wäre dann die nächste Frage. Lohnt sich auch mehrere dran zu machen? Wie ist denn das Volumen jetzt für das eigentliche Getränk? Also mir kommt natürlich, wenn wir die Löcher vorhanden haben, sind, dann kann man 2 Flaschen ranmachen. Wir sind jetzt im Moment gestartet mit einer kleineren Variante. Hier passen 0,5 Liter rein. Wir starten, oder die nächste Variante ist eine andere Farbe. Mit der Farbe sind nicht immer alle zufrieden und es passt teilweise auch nicht zum Bike.
und die Flasche wird auf 0,65 vergrößert. Dann gibt es zwei Varianten von Flaschen, 0,5 und 0,65, und die Flasche ist auch separat erhältlich. Super. Okay, das heißt quasi auch für MTB-Marathonrennen oder lange Touren, also alle Radtypen, natürlich auch andere Radgattungen, die eine Trinkflasche nutzen, ist auf jeden Fall die Zielgruppe. Ja, MTB war die ursprüngliche Zielgruppe, sage ich jetzt einmal, weil ich selber auch ein Mountainbiker bin. Habe aber auch festgestellt, dass vor allem Triathleten oder auch Zeitfahrer es bevorzugen, diese einfache Handhabung der Flasche. Einfach nur, die haben ja immer diese aerodynamische Position, rausziehen, trinken und runterschmeißen. Das kommt ganz gut bei denen an. Das war so ein Nebeneffekt oder ein positiver Nebeneffekt für uns, dass die auch auf unsere Flasche anspringen. Ja, man kennt es ja von Marathonrennen, dass dann da, wo die Wiesen oder die Wege sehr hobelig waren, dass dann überall die Flaschen nach dem Rennen liegen und aufgesammelt werden müssen oder auch am Trail liegen die manchmal rum. Das kann damit eigentlich nicht passieren. Also es hält auch richtige Wurzeltrails. Es hält Wurzeltrails aus. Natürlich kommt es vor, dass sich die Flasche vom Magneten leicht löst, aber durch den hohen Weg und die Schwerkraft fällt es immer wieder zurück. Also okay. Ich habe teste das jetzt seit einem Jahr und ich habe noch keine Flasche verloren. Ja, gut. Dann bedanke ich mich für die Infos und würde es natürlich auch gerne mal ausprobieren, werden wir sehen, weil ich nicht so viele Flaschen benutze, eigentlich gar nicht mehr, aber vielleicht wäre das ein Grund, es doch nochmal zu probieren. Ja, auf alle Fälle. Und Mountainbiken geht immer. Super. Danke sehr. Danke auch.